Also Stückzahlbegrenzung hast du mir jetzt nicht gegeben, ne? Pearl. Diorit, Granit. Also Granit brauchst du nicht so viel. Reichen 2,5, 6? Ja, einer hätte auch gereicht. Alles klar. Erstmal wegwerfen. Jetzt vorsichtig. Bevor ich mich selber entzünde. Ja, ist eine Eisenrüstung, die brennt nicht. Eigentlich voll clever, so eine Eisenrüstung. Brennt nicht. Buddy, 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 buddy. Alles klar, direkt über mir ist ein Lavafeld. Da tropft hier ein bisschen rot durch. Das ist ziemlich beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt Quatsch. Ja. So, 2,5 Diorit-Stacks. Ja, brauche ich noch ein bisschen. Aber ich habe Musik. Ja, und die Theorie kann ich mir zur Not auch selber machen. Muss jetzt nie genau aufhören machen. Ich habe jetzt nur ein Feld gemacht. Hier hole ich lang. Boah, ich grab mich schon wieder links von einem Lavafeld lang, so habe ich das Gefühl. Irgendwie ist das noch nicht hell genug. Erstmal einen Shader reinmachen. Nee, der Turm selber ist noch nicht hell genug. Aha. Erstmal das Granit bauen. Dann habe ich sogar alle Streifen drin. Oh. Ja gut, mit der Glücksspitzhacke kriegst du ja ordentlich Granit. Also Quarz, oder beziehungsweise, ach Quatsch, nicht Granit, Quarz, Entschuldigung, ich meinte, weil... Achso, nee. Da für ich mich zu viel für. Ist so Granit weiß. Na, eigentlich schon, ne? Wobei, weiß wäre Marmor. Stimmt, Marmor heißt das Zeug. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Au. 41 Eisen. Soll ich einfach so lange jetzt machen, bis ich das Eisen habe? Ihh, da ist einer vom Dach gefallen. Ach, der Dachdecker schon wieder. Der sah auch nicht mehr so gut aus. Oh Gott, ich habe mir Enderman angeguckt. Nein! Die Leute warten gebannt auf den Chat. Easy. Guck, komm so um die Ecke. Lalalala. Oh, fuck. Hallo. Sollte reichen am meisten. Das Problem ist, ich weiß absolut jetzt nicht, wo ich bin. Ich habe mich einfach nur zickzackmäßig irgendwo reingebaut. Random. Zigzag. Aber ich habe tatsächlich 49 Eisen gefunden. Das ist ja schon mal. Das ist quasi das, was ich brauche. Ich meine, ein bisschen habe ich noch. Irgendwo oben. Okay, das sieht. Boah, Alter, wie zerklüftet das jetzt, ne? Voll geil. Du? Unten Mine halt. Ich komme gerade die Treppe hoch. Ich bin halt irgendwo random, wo relativ viel Platz war, irgendwo reingerannt. Hallo. Warte. Bitteschön. War halt jeweils ein Feld Granit und Diorit. Oder soll ich den aus Andesit machen? Den anderen Turm. Dass das so ein bisschen verändert ist, ne? Also unterschiedlich. Meinetwegen. Weil dann wollte ich das Diorit nicht mehr. Hast du jetzt noch irgendwo Eisen? Nein. Dann fehlt mir genau ein Eisen. Oder warte mal. Auf zur Schmiede. Da war, glaube ich, was. Hinter dir ist ein Creeper auf dem Dach. Der Schmiede. Ja, ist eine Schmiede. EP holen. Das ist voll nervig mit dem Knockback, ey. Ah, da sind noch 4 Eisen drin. Geil. Hör mal, diese Album-Commentaries, ne? Die geben mir so auf den, ja.
Das Album haben wir deswegen gemacht. Das Lied, da geht es darum, Musik zu machen. So ungefähr. Ach, ich mach den auch aus an die Sieder, scheiß drauf. Ach, puh. Jetzt hole ich mir die Eisen raus, aber nicht die Truhen, die ich auch noch brauche. Ich bin aber auch ein Schüssel. Weißt du, was das Schöne ist? Erzähl. Ja, mittlerweile im Mülleimer. So. So, ich brauche eine gerade Zahl, dann kann ich besser craften. So ungerade Zahlen kannst du besser craften. Zu geraden Zahlen. So, 40. Ach, so. Zwei Trichter noch. Dann habe ich alle. Komm, dann warte ich jetzt noch eben ab hier, weil ich habe eh noch 7 Minuten ungefähr. Doch, wenn nicht, wir sind schon wieder durch. Wir sind jetzt gerade bei 1 Stunde und 8. What the fuck? Ja. Wieso geht das immer so schnell? Ich weiß nicht. Er weiß es. Du weißt nicht. Der Kruzifix nochmal. Ja, jo, müsste ja eigentlich auch diesen Monat wieder kommen, ne? In der Läden. Was? Fleischwurst. Achso. Und Leberkäse und so. Eigentlich ja. Vorbei. Bayerische Küche kann echt einiges, ne? Wenn man es mag. Ich hatte über 50 Eisen. Jetzt habe ich alles gebrannt, die Trichter gemacht. Jetzt habe ich noch 8 über. Also, ich brauche noch 2. Hä? Wie? 1, 2, 3, 4, 5 brauche ich. Da kann einer nicht rechnen, Mami. Oh, Moment. Fehler gefunden. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich schon 9 von 10 Trichtern hatte. Und jetzt noch, jetzt alle 10 Trichter habe und noch 3 Eisen über habe. Ach, komm schon, ey. Eben noch 2 Kisten. Oder 2 Truhen. Komm, ich baue mich hoch, damit ich die Erde wegmachen kann. Ach, kann ich auch gleich ein paar Fackeln setzen? Baue mich hier runter. Was habe ich vergessen? Fackel. Nein, die Erde. Ach, nice. So. Zuerst ein Dildo fertig. Ich bin nur noch nicht sicher, ob ich den noch von außen beleuchten will, irgendwie.
Irgendwie bestimmt. Aber wie viel Glowstone haben wir? Irgendwann mit 21 Stück oder so. Ich hasse es, mit Trichtern zu arbeiten. Ne? Wenn du was abbaust, das dauert so lange, bis du es wiedergefunden hast, weil du alle Trichter nachgucken musst. Da ist noch ein drin. Und ich kann gleich mit vollem Stolz erzählen, dass ich fertig bin. Okay. Dann zeige er mir, ob es funktioniert. Ja, dann bring mal irgendwas zum Burn mit. Am besten auch Kohle, weil ich habe nur noch 3 Stück. Haben wir denn noch was zum Fackeln? Steine, Arschlicken. Bring mal. Arschlicken! Bring mal. Warte. 5 Stacks Steine mit, bitte. Naja, fuck you. 1, 2, 3, 4, 5. Und Kohle ist es. Ja, die wir nicht mehr haben. Warte mal. Ja, doch, warte. Okay. Bisschen dunkel hier. Es sind zwar nur 72, aber. Ja, reicht. So, kommen Sie herein. So möge er in die obere Lore alles reinpacken, was gebrannt werden soll. Hm. Jetzt unten alles an Kohle. Ich habe sogar noch 3. So, jetzt drücken wir beide Knöpfe oben und unten. Jetzt fahren die so lange hin und her, bis die keine Sachen mehr in ihrem Inventar haben. Und dann das teilen die auch gleichmäßig auf. Genau. Wenn du jetzt in die Öfen guckst, dann siehst du immer, wie er drüber fährt. Überall gleichmäßig welche drin. Okay. Und über die Trichter hast du praktisch eine Abfrage nach hier. Ja, warum kommt da Kohle rein? Ist mir neu. Wegen dem Trichter hier? Ups. Ist eh nur Feuerstein, kannst du behalten. Eigentlich nicht, die sind eigentlich alle richtig angeschlossen. Hm. Nee, wegen dem. Wegen dem da. Eigentlich nicht. Wo denn? Weil ich habe das genau so gebaut in der anderen Welt halt auch. Mal davon ab, dann kann man einfach so bauen und fertig. Jetzt habe ich nur kein Ding ins Stein. Moment. Wird das theoretisch auch mit Lava-Eimern funktionieren? Dass ich Lava-Eimer in die Loren packe? Klar, alles, was brennbar ist. Okay, ich würde trotzdem gerne wissen, warum die verkackte Hühnerfarm nicht funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die herkommen, die Kohle. Weil ich habe jetzt mal den einen Trichter beobachtet, da geht nichts rein. Ich sag mal, wenn es nur das ist. Ja, das ist ja dann halb so wild. Richtig. Aber so funktioniert das Ganze dann. Nur ein bisschen. Du könntest jetzt theoretisch bis nach hinten erweitern.
Also ich kann im Prinzip bis ins Nirvana erweitern. Ich könnte jetzt 120 Öfner dran bauen. Muss ich halt nur oben und unten die Strecke erweitern. Und das war's. Mit Antriebsschienen. Und halt Trichtern. Das ist ziemlich cool. Ja. Also wenn 4 Stück nicht ausreichen, also 8 reichen für ein Hebel quasi, also für die Schiene. Weil du musst sie ja auch bepowern. Also ich könnte jetzt hier einfach lustig, fröhlich bis, keine Ahnung, bis zum Lagerhaus bauen oder so mit 12 Milliarden Öfen. Sieht halt nur scheiße aus. Ein bisschen. Dann packst du 5, 6 in der Minecart, fährt einmal hin, fährt wieder zurück, ist leer. Ja. Naja, aber ich würde sagen, das probieren wir in der nächsten Folge aus. Nein, ich glaube, das probieren wir gar nicht aus. Du hast dort ein Tübchen gebaut. Warte mal, da ist eine Spinne, die klatsche ich jetzt. Weil ich hab mehr Damage auf Spinne. Ja, wow, die Spinne verfolgt dich. Komm mal her, kleine Spinne, hallo. Bam, one hit. Du hast das Shitskin hier gebaut. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Ja, es ist noch nicht ganz fertig. Und ich würde sagen, wie der andere Turm anfängt, das werden wir in der nächsten Woche sehen. Vielleicht. Oder wir werden sehen, wie ich getrollt werde. Aber bis dahin würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüsselu. Tschüsselu.